Ich möchte heute auf die Dialektik eingehen zwischen Spiritualität und Atheismus. Wenn man sich die schlauesten Köpfe der Welt anschaut, wird man sehen, dass die überwiegende Mehrheit nicht an Gott glaubt und nicht das weiterfassen darf. Nicht an die absolute Wahrheit glaubt. Also nicht an das Parinirvana glauben kann, nicht an das Absolute glauben kann. Und dass dementsprechend auch nicht daran geglaubt wird, dass es eine objektive Realität gibt, in der zum Beispiel die Moral auch objektiv ist, dass es absolutes oder absolut definiertes karmisch Unheilsames und karmisch Heilsames gibt. Das heißt, da sind sehr schlaue Leute und es gibt dann auch viele Menschen, die einem Atheismus huldigen, quasi, muss man auch sagen, selbstverschuldet, weil man nicht denkt, weil man sich seines Verstandes nicht bedient, um es mit Kant zu sagen. Und dort ist der Atheismus quasi ein billiger Atheismus, der nämlich, wenn man an der Oberfläche kratzt, letztendlich nichts anderes ist als ein Hedonismus, wo man eigentlich nur danach trachtet, die Sinne zu befriedigen und eigentlich die primären Bedürfnisse zu befriedigen und vielleicht noch ein bisschen soziale Anerkennung zu bekommen, ein bisschen Geld zu verdienen und dann einfach in den Tag hineinzuleben, wo man letztendlich den Tod zwar hinnimmt, aber letztendlich zwischen Geburt und Tod will man so viel Glück haben, wie es geht. Bei der billigen Form von Atheismus ist es nichts anderes als Hedonismus. Und dann ist man permanent damit beschäftigt, sich selbst quasi sinnlich zu beglücken. Und ist dann sauer, wenn Leute das auch nicht mitspielen. Auf den billigen Atheismus will ich gar nicht eingehen. Wie gesagt, der ist am Ende nur Hedonismus und der ist für mich, der disqualifiziert sich für sich. Der für mich disqualifiziert er sich, weil er keine höher gestellte Philosophie vertritt. Aber es gibt einen Atheismus, der philosophisch gerechtfertigt wird und der sehr intelligent ist, vielleicht sogar die höchsten Stufen der Verstandeskräfte in Anspruch nimmt. Ein Atheismus, der die goldene Regel, der kategorischen Imperativ darauf kommt. Ein Atheismus, der durch das Studium der Biochemie dahinter kommen will, wie Menschen entstanden sind, ja, und auch untersuchen will, wie überhaupt Wesen entstanden sind, die dann im Fortlauf ihrer evolutionären Entwicklung auch zu einem Bewusstsein gekommen sind. Ich will aber alles darauf gar nicht eingehen und ich will darauf hinweisen, dass es eine Form von Atheismus gibt, der wirklich hochstehend ist, vielleicht sogar höchststehend ist. Und Menschen sich dem verpflichtet fühlen, sich der Wissenschaft verpflichtet fühlen, der Naturwissenschaft verpflichtet fühlen, dem Humanismus verpflichtet fühlen. Das ist ein System, was sehr vernunftbezogen ist, sehr rational ist und versucht, den Menschen und unsere Existenz aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verstehen und uns auch in den Kosmos einzuordnen. Dort sind wirklich sehr intelligente Menschen unterwegs. Denkt man vor allen Dingen an die Astrophysik zum Beispiel. Ja, da sind sehr schlaue Menschen unterwegs. Auf einer Seite gibt es natürlich Spiritualität. Und in der Spiritualität geht man von einem Absoluten aus. Ja, das Absolute, das Nichtbedingte, das nicht der Wandlung unterworfene, der Buddha würde sagen, das andere Ufer. Ja. Das Absolute, was sich nicht mehr verändert, was nichts weiter zusammengesetzt ist, das Heil, ja, das nicht geboren wurde und auch nicht sterben kann und das quasi die Essenz unserer Existenz ist, unsere Identität als Mensch. Und dann man geht ja dann dabei aus, dass dieses Absolute quasi das ist, in dem alles stattfindet oder durch den alles stattfindet oder durch das ist. Stattfindet die Existenz. Und sie,
dieses Absolute ist auch gleichzeitig die Ursache, die nicht vergängliche Ursache für Moral. Denn es gibt ja karmisch heilsam, karmisch unheilsam. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn es nicht absolut, wenn es nicht im Absoluten gründet und auch nicht objektiv ist. Ja, wenn die karmischen Konsequenzen fürs Töten nicht immer diese nicht naturwissenschaftlich analog wären, dann macht Karma keinen Sinn. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel für die Spendenpraxis nicht mehr Wohlstand bekomme, sondern sich mein Leben verkürzt, das ist nicht analog. Ja? Es ist nicht ursächlich miteinander gekoppelt, macht gar keinen Sinn. Denn die Ursachen und die Wirkungen sind analog. Das heißt, ich kann einen Zitronensamen sehen und es kommen Zitronen raus und nichts anderes. Das ist ein fundamentales Prinzip, was man verstehen muss. Ich hatte das schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn Parinirvana gesät wird, kommt ein Buddha raus. Parinirvana ist der Same, Buddha ist die Frucht, das Ergebnis. Da sowieso alles in Parinirvana stattfindet, muss man natürlich sagen, das ist schon alles erleuchtet, das ist schon alles Buddha. Das ist ja das Paradoxe. Allerdings sind wir Wesen, wie gesagt, in der Verblendung der Ichhaftigkeit. Wir sind nicht in der Ganzheit. Wir nehmen nicht durch die Ganzheit wahr, sondern wir nehmen durch das Ich wahr. Wir sind gespalten. Worauf ich aber in diesem Beitrag hinaus will, ist eine Dialektik zwischen der Spiritualität und dem Atheismus. Und zwar auf der Ebene der kognitiven und geistigen Fähigkeiten. Es ist nämlich so, der Buddha sagt im Pali-Kanon, dass unsere kognitiven geistigen Fähigkeiten, ja, dass wir etwas schnell erkennen, dass wir zur Wurzel der Probleme kommen, dass wir einen scharfen Intellekt haben, dass unser IQ hoch ist, ja, hat damit zu tun, ursächlich, dass wir erleuchtete Menschen fragen, was ist karmisch heilsam, was ist karmisch unheilsam, und wir uns damit beschäftigen. Das heißt, wenn wir das Absolute verstehen, Karma verstehen, ja, und es sogar anderen weitergeben, werden wir intelligenter werden. Unsere geistig-kognitiven Potenziale hängen ab mit der Beschäftigung des Absolut, mit dem Absoluten und dem karmisch heilsamen und unheilsamen. Jetzt passiert aber irgendwann Folgendes. Die kognitiven Fähigkeiten sind irgendwann so entwickelt, dass das fragende Subjekt auf einmal sagt, ich brauche gar keine Religion. Ich brauche keine letztendliche Begründung außerhalb meiner selbst quasi, außerhalb meines Ichs. Ich kann nicht glauben, was ich nicht durch meine Vernunft erkennen kann. So. Und dann schlägt das Pendel um in Atheismus, aber in eine hohe Form Atheismus, nämlich die Erforschung der phänomenalen Welt. Auf der Subjekt-Objekt-Spaltung. Oder durch die Grundbedingungen der Subjekt-Objekt-Spaltung. Was passiert dann? Ja, man kann das Absolute nicht annehmen, ja, weil der Intellekt fühlt sich höher als das Absolute. Und man kann auch nicht, und das können wir in allen sozialen Geistwissenschaften oder vor allem in Sozialwissenschaften beobachten, was ich ein großes Problem betrachte. Und ich habe selber Sozialpsychologie studiert. Die Moral selber wird letztendlich sogar obsolet, wenn man ganz genau hinguckt. Ohne absolute Grundlage, anything goes. Anything goes. Du kannst letztendlich alles rechtfertigen, wenn es keine objektive Grund vor dir gibt. Dann kannst du dir für jeden Scheiß eine Philosophie bauen, die sich auch intelligent anhört. Ja. Die Menschen sind verloren. Es macht aus einer hochintelligenten, atheistischen Sicht natürlich Sinn, zu sagen, es gibt Variationen von Normensystemen. Ist ganz klar. Aber man kommt nicht darauf zu postulieren, es gibt zwar viele verschiedene Variationen, aber darunter ist eine Grundwahrheit. Es gibt manche, die sind näher dran, es gibt manche, die sind weiter weg. Diese Grundfolie wird nämlich dann negiert. Mit dem Absoluten komplett. Das heißt,
Man negiert die Grundlage dessen, was einen überhaupt intelligent gemacht hat, was einem überhaupt hohe kognitiv-geistige Fähigkeiten beschert hat, nämlich das Studium des Absoluten und die Beschäftigung mit karmisch Heilsamen und Unheilsamen. Und das ist eine Dialektik. Ja? Das heißt, auf der einen Seite hast du die Beschäftigung mit dem Absoluten und Karma. Und dann akkumuliert man, akkumuliert man. Dann erreicht man auf einmal einen Punkt, wo man geistig, kognitiv so weit ist, dass man sagt, ich brauch gar nichts. Ich brauche keine Religion. Nicht Philosophie, ich brauche keine Religion. Da machen sich viele Leute etwas vor. Der Buddhismus ist eine Religion. Warum? Weil es dort Parinirvana gibt. Menschen müssen sich mal angucken, was Parinirvana ist. Ja? Da laufen auch ganz merkwürdige Leute rum mit merkwürdigen Philosophien, ja? Und verwässern und zerstören die Buddha-Lehre. Ja? Und die machen das deshalb, weil das Dhamma-Auge sich bei diesen Menschen nie geöffnet hat. Nicht mal für eine Sekunde. Warum? Weil man nämlich die Backen zusammenkneifen muss und mal sitzen muss. Und nicht rumphilosophieren. Ja? Wer das einmal erfahren hat, dass das Dhamma-Auge sich kurzzeitig öffnet, der zweifelt nie wieder. Ja? Verstehe auch nicht, was für Leute da rumlaufen. Also die denken wirklich, mit ein bisschen Meditation hätten die irgendwas begriffen. Wenn sich das Dhamma-Auge nicht öffnet, hast du prinzipiell gar nichts begriffen. Weil deine ganze Wahrnehmung falsch ist. Deine gesamte Realitätssicht ist falsch. Mich auf den Kopf gedreht. Weil du es vom Ich aus siehst. Du hast gar keine Einheitsschau. Es ist unglaublich, wenn der Blitz der Einheit mal eingeschlagen hat, ja, dann ist Feierabend an der Stelle. Ja, dann ist auch jede Philosophie beendet. Auch die ganzen Leute, die da aus Buddhismus und Spiritualität eine Psychotherapie machen, das ist alles Bullshit. Das ist alles Zeitvertreib. Der Buddhismus, das Dhamma-Auge, wenn es geöffnet ist, fällt alles. Raum und Zeit fällt. Psychologie fällt, weil es gibt gar kein Ich. Was für eine Psychologie? Es kann keine Psychologie ohne Ich geben. Ja? Alles fällt. Komplett alles. Da bleibt nichts mehr übrig. Ja? Es wird kristallklar, absolut. Und man weiß auch sofort, dass das immer schon so war. Unsere Wahrnehmung ist getäuscht. Aber nochmal, um die Dialektik zurückzukommen, dann beschäftigt man sich mit den Absoluten und mit der Karma. Man beschäftigt sich ja nicht nur ein Leben, sondern Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leben. Der Buddha sagt, das kann anfangen. So. Und dann erreicht man als Subjekt einen Punkt, als Wesen. Da sind die geistigen Fähigkeiten so weit entwickelt, dass man direkt sagt, ich kann nicht etwas glauben, was nicht evident für mich ist, aus Vernunftgründen. Kann ja sein, das Argument. Und was passiert? Man lehnt dann das Absolute ab. Objektive Moral verabschiedet sich. Ja? Und dadurch, dass man ja Jahrhunderte, Jahrtausende dieses vernünftige Karma angesammelt hat, merkt man auch die negativen Wirkungen dieser Weltsicht nicht. Und was passiert in den nächsten Existenzen? Ja, man wird dümmer. Ganz klar. Die geistigen Fähigkeiten lassen nach. Das ist gewaltig. Das heißt, du hast ein Pendel, was umschlägt die ganze Zeit. Hoch, runter, hoch, runter. Ja? Spiritualität, das Absolute, Moral, geistiges Wachstum, ja, und dann Verkehrung ins Athe in Atheismus und dann wieder nach unten. Und dann wieder nach oben. Also du hast Spiritualität, dann hast du Atheismus, dann hast du Spiritualität, dann hast du Atheismus. Und wenn man jetzt ganz schlau ist, kommt man auf folgende Sache. Die bringen ja beide nicht weiter. Das sind zwei Medaillen an der Seite im Kreislauf der Existenzen. Du musst es fallen lassen. Komplett. Hinsetzen und meditieren. Und wenn du dann Einheit schon hast, wenn sich das Dhamma-Auge auch nur für ein paar Sekunden geöffnet hat, geöffnet hat oder sich öffnet. Das ist ein so unglaublicher Energieblitz. Ich wünsche es jedem. Das ist einfach unglaublich. Der Buddha beschreibt das im Pali-Kanon
sinngemäß, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ihr müsst euch überlegen, ihr seid irgendwo unterwegs auf bergiges Gelände und es ist dunkel und du willst irgendwo hingehen und du siehst nichts, du siehst die Pfade, nichts, nichts. Und plötzlich mitten in der Nacht, wo es stockfinster ist und du da rumirrst, siehst du auch immer einen Blitz, der durch sich durch das Firmament zieht. Und für eine Sekunde oder für 2 Sekunden siehst du komplett das ganze Gebirge erleuchtet, in Licht getaucht und du siehst auf einmal die Pfade. Dann ist der Blitz vielleicht wieder weg, aber du hast die Pfade gesehen. Jetzt hast du eine vernünftige Orientierung. Der Bruder hat noch ein Gleichnis. Überlegt mal, ihr seid Küken, eure ganze Existenz habt ihr in einem Ei verbracht. Ihr wisst noch nicht mal, dass ihr in einem Ei drin seid. Und ihr schafft es, dieses Ei aufzubrechen in die Existenzebene darüber. Und genau das ist das, wenn das Dammauge sich mal öffnet. Die Existenzebene, in der wir eingebettet sind, wird mal realisiert. Das heißt, dann erst, wenn Satori da ist, wenn Genshu da ist, wenn einer zu sich da ist, wenn der Blitz mal eingeschlagen hat, wenn man einmal sehr gesehenes und Erkenntnisprozess gleichzeitig war. Das nämlich Erwachen. Wenn man quasi die erste Stufe des Erwachens erreicht hat, dass man zum ersten Mal in seinen Existenzen diese rote Linie überschritten hat, dann hat man eine korrekte Sicht der Welt, der Existenz. Und dann wird man das Absolute sowieso nicht mehr loslassen. Das geht dann nicht, weil der Buddha sagt, mindestens, also Maximum 7 Leben ist man im Parinirvana. Und man wird auch keinen einzigen Millimeter von der Moral abweichen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ein hochentwickelter Mensch, ein Buddha, gleichzeitig auch jemand ist, der extremst intelligent ist. Ja, weil er die Vollkommenheit dahin erlangt hat. Ja. Und sobald der Blitz des Dammauges einmal eingeschlagen hat und einmal sich geöffnet hat, nur für ein paar Sekunden, ja, das wird euch so ändern. Ihr werdet nie wieder zurückgehen. Eure Existenzen vorher können unendlich gewesen sein, aber ihr habt eine rote Linie markiert und ihr wisst ganz genau, ab hier geht es in Richtung Parinirvana. Man weiß es. Man weiß auch, dass man keinen anderen Philosophien mehr folgen kann. Ja? Das geht einfach nicht mehr. Und der Buddha sagt, man sagt das auch im Pali Kanon. Buddha Dhamma Sangha. Ja? Natürlich sind das Begriffe, die wir als menschliche Wesen auf diesem Planeten entwickelt haben, aber die Philosophie kann sich nicht ändern. Die Einheit kann sich nicht ändern. Selbst wenn Aliens landen, ja, wo ist deren Einheitssicht? Wo ist deren Absolutes? Die müssen auf dasselbe Ding gekommen sein, wenn es sie denn gibt. Ja. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt eine Dialektik zwischen Spiritualität und Atheismus. Es geht hoch und runter und hoch und runter. Da drin gibt es auch keinen Frieden. Frieden gibt es nur, wenn das Dhamma-Auge sich öffnet. Und dazu muss man meditieren. Das geht nicht anders. Und meditieren bedeutet nicht nur, dass man sich auf ein Kissen setzt. Weil viele Leute bauen sich auch so ein Zwangssystem. Ich muss sitzen, ich muss sitzen, ich muss sitzen. Ich habe das am Anfang, die Anfangsjahre auch gemacht, aber das ist alles völliger Quatsch. Wenn du dich auf das Sitzen fixierst, läuft da schon was schief. Ja? Die Geisteshaltung auf dem Kissen muss dieselbe Geisteshaltung sein, die du einnimmst, wenn du in der U-Bahn sitzt, in der S-Bahn sitzt, zum Bäcker gehst, ja, und den Müll rausbringst. Das hört sich total banal an, aber das ist es. Das ist es. Das, was man auf dem Meditationskissen sucht, ja, ist auch eine Geisteshaltung. Dafür brauche ich kein Kissen. Ich habe die Anfangsjahre, das ist schon 15, 16 Jahre her, wenn ich in ein Dojo gehen wollte und die hatten, sagen wir mal, um 6:30 dort
eine Sazen-Sitzung. Und ich habe mich verspätet, dann bin ich doch dahin gelaufen. Ich bin dahin gelaufen, gesprintet, damit ich noch sitzen kann, weil ich hatte die Vorstellung, ich muss sitzen. Das ist aber falsch. Das ist ein Zwang, das ist schon das Problem. Bleib entspannt, wenn du das da nicht schaffst. Ja, dann lauf nach Hause, mach den Weg länger und konzentriere dich auf die Atmung und lass die Gedanken fahren. Entfalte die vier Grundpfeiler der Achtsamkeit. Und das kannst du den ganzen Tag machen, weil ich begriffen habe, dass man das den ganzen Tag machen kann. Das ist einfach unglaublich, Leute. Fixiert euch nicht auf eine Haltung. Ja, manche fixieren sich auch auf die asiatische Kultur dort. Ey, du musst auch kein Japaner werden, um das zu realisieren. Das ist ja Quatsch. Das heißt, Meditation in allen Lebenslagen und allen Haltungen ist wichtig. Begreift das. Begreift das. Und dann kann man sich von den Aufs und Abs der Dialektik dort verabschieden. Und die Dialektik ist ja auch mit, auch gerade beim Biermannsteiner, mit Wohlstand. Ja, man hat Wohlstand, weil man ja freigebig war. Aber wie viele Leute sind sehr, sehr reich und aber sehr, sehr geizig. Ja? Und dann sterben die und dann haben sich diese karmischen Dinge abreagiert und dann ist Armut angesagt. Und dann geht es hoch und runter. Das ist dasselbe wie mit den sozialen Schichten. Ja? Die einen sind dann hoch, dann wird das Karma verbraucht, dann geht es wieder runter, dann wird es wieder aufgebaut, dann geht es wieder hoch. Du hast permanent dieses Hoch und Runter oder diesen ganzen Kreislauf, in dem du gefangen bist. Ja? Dann machst du immer eine Acht, ne? Dann bist du einmal das, dann gehst du wieder zurück, dann bist du wieder das, dann gehst du wieder zurück. Das wiederholt sich die ganze Zeit. So. Auf der Ebene rein der Vernunft, rein der Sittlichkeit, rein der Freigebigkeit kommst du da nicht raus. Die Meditation muss sich dazu gesellen. Man muss den Geist verstehen. Und wenn der Geist sich aus einer zwanghaften Ich-Fixierung mal loslässt, mal locker wird, dann fängt der Geist an irgendwann, ja, quasi wie Wasser, das sich in ein Becken füllt, ja, hebt alles mit hoch. Irgendwann ist der Geist so klar, so weit, dass das Ich fallen gelassen wird und auch der Körper. Und dann setzt ein Subjekt und Objekt und Erkenntnisprozess sind identisch. Das Dhamma-Auge öffnet sich. Damit ihr dieser Dialektik entgehen könnt, in allen Bereichen, was Karma angeht, in eurer Existenz, wünsche ich euch allen aus tiefstem Herzen, dass ihr es schafft, dass sich das Dhamma-Auge öffnet und ihr die erste Stufe des Erwachens erreicht. Ich wünsche es auch euch aus tiefstem Herzen.